Tausend Dank an alle, die heute da sind. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass selbst an einem so warmen Sommerabend, möglicherweise einem der letzten, so viele heute hier sind, um ein bisschen einzutauchen in die Grundthemen, in die Philosophie, auch ein wenig in das Leben von Viktor Frankl und vor allem auch in die ganz praktische Anwendung der Logotherapie, was mir immer ein ganz besonderes Anliegen ist. Denn einerseits gibt es wahnsinnig viel Theoretisches, sehr Fundiertes über und mit der Logotherapie zu lernen. Und auf der anderen Seite, und da liegt für mich ein bisschen der Zauber drin, Birgit, du hast es gesagt, wahrscheinlich auch die Weisheit, gibt es ganz, ganz viel, was wir auch sehr konkret in unseren Alltag, in unsere Lebensgestaltung übertragen können. Herzlich willkommen zum Vortrag Weniger Stress, mehr Sinn, die Logotherapie nach Viktor Frankl. Ich darf gleich zu Beginn eine Einladung aussprechen. Wenn ihr wollt, legt euch doch gerne etwas zu schreiben bereit. Papier, Notizbuch und Stift. Im Zweifel geht auch Computer oder Handy, aber neurowissenschaftlich verankern sich die Sachen dann doch noch mal ein bisschen besser, wenn sie so ganz oldschool mit Stift und Papier aufgegriffen werden. Und da werden wir dann später noch mal drauf eingehen. Also gerne den nächsten Moment noch nutzen, um das beiseite zu legen. Legen wir also los. Ich denke, keinem von uns ist unbekannt, was es bedeutet, Stress zu erleben. Wir alle stehen immer wieder vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Das kann Krankheit sein, das kann Leistungsdruck bei der Arbeit sein, das können finanzielle Sorgen sein. Manchmal belasten uns auch Trennungen, Verluste von nahestehenden Personen. All das ist Teil des Lebens und nichtsdestotrotz belastet, beschäftigt uns sowas auch. Und damit nicht genug. In der heutigen Zeit haben wir dann noch so ganz kleine Krisen wie Inflation, Klimawandel, Energiekrise, Kriege, you name it. Also das Portfolio an Herausforderungen, an Problemen, an Krisen ist üppig gefüllt. Und es ist erstmal ganz normal, dass daraus Furcht und Ängste entstehen, logischerweise auch Stress. Und das ist vielleicht eins der wichtigsten Takeaways für heute. Wir kommen ganz am Ende natürlich nochmal zu den Takeaways. Stress, Furcht, Ängste sind eine ganz natürliche Reaktion. Und indem wir das lernen, noch besser zu verstehen, können wir auch besser damit umgehen. Das heißt, über ein Verständnis können wir noch mehr in die Aktion kommen. Vielleicht ein kurzer Exkurs dazu. Keine Sorge, ich komme zur Logotherapie, ich komme zu Viktor Frankl. Aber lass uns noch mal kurz bewusst machen, wie wird denn Stress auf und vor allem abgebaut? Also wir stellen uns vor, so wie ganz, ganz früher bei unseren Vorfahren, der wilde Tiger kommt, so eine Krise, überrascht uns plötzlich, unerwartet und in Sekundenschnelle gelangen Impulse ins Gehirn, Gefahren werden eingeschätzt und es erfolgen Angstreaktionen in uns. Das heißt, es gibt verschiedene körperliche Reaktionen, Verhaltensprogramme werden blitzschnell aktiviert, wir sind in so einem Fight-or-Flight-Modus. Das ist auch gut, denn so wurde unser aller Überleben gesichert, sonst wären wir hier nicht, hätten unsere Vorfahren das nicht irgendwie gut hingekriegt. Die Schwierigkeit heutzutage ist aber, dass das, was früher passiert ist, nämlich eine körperliche Abreaktion, also ein in den Kampf gehen oder ein Fliehen, üblicherweise nicht mehr passiert. Das heißt, das, was alles an Anspannung, an Stresshormonen, an muskulärer Spannung in uns ist, bleibt auch da. Da haben wir erstmal so gut wie keine Chance, das gut wegzukriegen, wenn wir uns das nicht bewusst machen. Das heißt, diese Prozesse, die das alles wieder abbauen, haben wir heutzutage meistens nicht und der Stress bleibt. Vermutlich kennen das alle von uns auf die eine oder andere Art und Weise. So, jetzt heißt der Talk ja weniger Stress, mehr Sinn. Wir haben jetzt gelernt, wie Stress entsteht, dass wir alle wahrscheinlich immer mehr und viel Stress haben. Wie können wir nun aber besser damit umgehen? Und hier kommt das große Thema Sinn ins Spiel. Hier kommt damit auch Viktor Frankl mit der Logotherapie ins Spiel. Ich möchte deswegen heute kurz den Hintergrund der Logotherapie erklären und auch eine grobe Einordnung geben. Die Logotherapie ist auch nicht wie andere Psychotherapieformen im luftleeren Raum entstanden. Ich möchte dann auf die Grundlagen eingehen und ich möchte schließen mit ganz konkreten Beispielen, was Logotherapie in der Praxis bedeutet. Denn wie eingangs gesagt wurde, kennt man vielleicht Viktor Frankl, hat möglicherweise ein Buch gelesen oder mal ein Zitat gehört. Aber was das jetzt so ganz genau bedeutet, ist vielleicht vielen gar nicht so bekannt. Und einsteigen möchte ich nach
der kurzen Vorstellung mit einem Moment Stille. Denn wenn wir was gelernt haben, Zeit für einen Moment Ruhe ist eigentlich immer. Und wir tun nicht nur unserer Seele, unserem Geist was Gutes, sondern auch unserem Nervensystem. Und deswegen, wer mag, kann nochmal einen tiefen Atemzug nehmen. Nochmal bewusst ausatmen. Und einen Moment gerne mit geschlossenen Augen oder mit einem gesenkten Blick in die Stille gehen. Vielen Dank und wir legen gleich los. Das war übrigens das zweite Takeaway. Eine Minute Stille geht so gut wie immer, sogar mitten in einem Vortrag. Wer ist also Viktor Frankl? Viktor Frankl wurde in Wien geboren, ist dort auch gestorben 1997, war Arzt und Holocaust-Überlebender. Und spannenderweise hat er sich schon als Teenager mit dem Thema Sinn auseinandergesetzt. Er hat sich die Frage gestellt, warum gerade bei Arbeitslosen eine so hohe Selbstmordrate ist. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass auch nach seinen schrecklichen Erfahrungen in insgesamt 4 Konzentrationslagern sein Weg weiterging und er auch eine starke Persönlichkeit dahingehend war, dass er wirklich wusste, wie das Leben zu gestalten, auch zu genießen ist. Er war unter anderem leidenschaftlicher Bergsteiger, hat mit Ende 60 noch seinen Flugschein gemacht, übrigens auch trotz Höhenangst. Viele kennen ihn von seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er hat in Grundzügen schon vor dem Krieg, aber dann in wirklich schriftlicher Form, vor allem nach dem Krieg, die Logotherapie und Existenzanalyse begründet. Und die wird gerade im Deutschen ganz oft mit der Logopädie verwechselt. Das liegt daran, dass beiden Wörtern die Begrifflichkeit Logos, also vom altgriechischen Wort, zugrunde liegt, was im Deutsch so viel wie Wort, Sinn, Vernunft in diesem Kontext, aber auch Sprache bedeutet. Logopädie, wie die meisten von euch vermutlich wissen, ist die Sprachsprech-Stimmtherapie. Und die Logotherapie können wir auch gleichsetzen mit der sinnzentrierten Psychotherapie. Ich werde gleich noch drauf eingehen, aber es ist ganz spannend, fand ich zumindest auch historisch gesehen, dass Frankl nach einer Schülerschaft bei Freud und bei Adler das erste Mal dann von Logotherapie gesprochen hat, also einer Therapie vom Geistigen, vom Logos her. Und ihm schien dieser Begriff damals intuitiv als die richtige Bezeichnung für diesen neuen Ansatz der Psychotherapie. 1933 kam dann aus das Wort Existenzanalyse dazu, also eine Therapie auf Geistiges, auf die Existenz hin, vor allem der Existenzphilosophie entlehnt, womit wir auch schon spannenderweise erfahren, dass die Logotherapie in großen Anführungsstrichen nicht nur eine Psychotherapie ist, sondern auch eine Art Lebenshaltung, eine Philosophie. Und wichtig, Existenzanalyse ist die Erhellung, die Hilfe beim eigentlich Auffinden der Werte, die jeder Einzelne in seinem konkreten Schicksal realisieren kann und eben nicht die Analyse der Existenz. Also wir merken schon, vielleicht ist auch das einer der Gründe, dass die Logotherapie gar nicht so weit verbreitet ist. Allein in den Begrifflichkeiten stecken viele Möglichkeiten zur Verwirrung. Manche von euch haben vielleicht schon gehört, dass die Logotherapie die sogenannte dritte Wiener Schule ist. Und damit ist sie einzuordnen in auch eine geschichtliche Entwicklung, in eine inhaltliche Entwicklung von psychotherapeutischen Ansätzen. Die erste Wiener Schule war nach Sigmund Freud. Und wenn man es jetzt sehr reduziert betrachtet, wir versuchen ja hier einen guten Überblick zu kriegen, die Detailfragen können wir gerne im Anschluss klären, könnte man sagen, was Freuds Arbeit geprägt hat, war so dieser Wille zur Lust.
Wir Menschen sind durch unsere Triebe gesteuert. Man könnte auch in Anführungsstrichen sagen, er hatte die Auffassung eines Menschen als abreagierendem Wesen. Die zweite Wiener Schule wurde geprägt durch Alfred Adler. Bei ihm stand im Zentrum der Wille zur Macht, also wenn wir so wollen, der Mensch als reagierendes Wesen. Bei ihm ging es viel um die Überwindung von Minderwertigkeitskomplexen, um Machtposition. Und daraus resultierte, und Frankl war mit beiden in Kontakt, hat bei beiden sozusagen gelernt, viel von ihnen mitnehmen dürfen, war auch in der Organisation von Alfred Adler mit involviert. Da kam es dann aber zum Bruch und er hat dann selber die dritte Wiener Schule mit der zentralen These, dass wir Menschen angetrieben werden durch den Willen zum Sinn begründet. Also der Mensch als agierendes Wesen und von allem, was ich weiß, auch die einzige psychotherapeutische Schule, die ein explizites Menschenbild mit beinhaltet. Zentrale Begriffe, damit man sowas auch mal gehört hat, ist sowas wie das Gewissen als Sinnorgan, Logos Existenz natürlich, Dimensionalontologie, Trotzmacht des Geistes, elementare Wertfühligkeit und genau solche Begriffe wollen wir heute noch mit ein bisschen mehr Leben füllen. Und ich darf euch an der Stelle einladen, Stichpunkt Leben und Alltag, besagtes Papier und den Stift zur Hand zu nehmen und 2, 3 Minuten euch zu nehmen. Ich werde ein bisschen auf die Uhr schauen und mal, nachdem das Thema ja weniger Stress und mehr Sinn ist, in einem ersten Punkt aufzuschreiben, was dich derzeit alles stresst. Keine Sorge, es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist auch nur für dich, das musst du niemandem zeigen. Aber wir werden in kleinen Etappen so eine Mini-Übungsreihe heute machen. Und wenn ihr mögt, nehmt doch jetzt mal Zettel und Stift. Ich gucke auf die Uhr und schreibt mal alles runter, was euch einfällt, was euch stresst, was euch belastet, was euch im Negativen irgendwie beschäftigt. Egal, wie groß oder klein das erscheinen möchte. Ich gebe euch mal 2 Minütchen dafür. Und das ist schon alles für diesen Moment. Legt Zettel und Stift gerne beiseite. Selbst wenn jetzt noch nicht alles abgebildet ist, vermutlich die Sachen, die im Moment am stärksten präsent sind bei euch. Kommen wir zu den Grundlagen der Logotherapie. Und wie ich in meiner 3,5-jährigen Ausbildung erfahren durfte, kann man auch ganze Jahre und Jahrzehnte damit füllen. Und ich möchte euch heute so ein Sneak Preview in die Themen geben und zumindest mal eine Idee davon geben, worum sich die Logotherapie dreht und auf welcher Basis sie auch begründet ist. Dass wir nicht überall super ins Detail gehen können, ist klar. Ich bin aber super gerne im Anschluss für Fragen noch da und auch im Nachgang sollte auch jemand das als Aufzeichnung hören. Gerne bereit, das per E-Mail oder anderweitig zu beantworten. Als erstes, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist total interessant, finde ich zumindest, dass es 3 Säulen der Logotherapie gibt. Und die beruhen so auf den Grundannahmen. Das eine ist so die Freiheit des Willens. Also jeder Mensch, so Frankl, ist potenziell willensfrei. Das heißt, wir gehen von einer nicht-deterministischen Psychologie aus. Und diese Willensfreiheit kann eingeschränkt sein, was aber jetzt erstmal gar nichts an ihrem grundsätzlichen Vorhandensein ändert. Also es ist ein ganz klares Menschenbild, was hier zugrunde gelegt wird. Mir ist bewusst, dass man das diskutieren kann, dass es da auch andere Meinungen geben kann, aber das ist erstmal das, was Viktor Frankl nicht nur geprägt hat, sondern wie ich finde, auch durch seine eigene Lebensgeschichte wirklich gezeigt hat. Das heißt, die Freiheit des Willens mit dem Menschenbild ist die erste Säule. Die zweite, das ist vorhin auch schon angeklungen, ist der Wille zum Sinn. Also er geht fest davon aus, im Gegensatz auch zu Freud und zu Adler, dass jeder Mensch von einem Streben nach Sinn beseelt ist. Deswegen eben auch sinnzentrierte Psychotherapie. Und zur Sinnerfüllung gibt es immer 2 Entsprechungen, nämlich so das Innere, den inneren Anteil des Streben und Sehen des Menschen und den äußeren Anteil. Das heißt, über diesen Willen zum Sinn haben wir auch den Ansatz der Logotherapie als Psychotherapie geprägt. Und dann haben wir die dritte Säule, den Sinn des Lebens, wo Viktor Frankl sagt, das Leben hat einen bedingungslosen Sinn, den es nicht verliert. Es kann sein, dass wir den nicht immer entdecken. Es kann auch sein, dass sich das zeitweise unserer Wahrnehmung entzieht. Aber grundsätzlich gibt es einen Sinn
im Leben, den wir immer wieder aufs Neue erspüren können. Also das ist wie so ein Weltbild. Und damit sehen wir, kann die Logotherapie wirklich als Form der Anthropologie, als Psychotherapie und auch als Philosophie aufgefasst werden und ist deswegen für mich auf so ein wunderbares Fundament gesetzt, was weit über eine bestimmte Methode oder ein konkretes Tool aus einem psychotherapeutischen Kontext hinausgeht. Viktor Frankl hat selbst auch gesagt, die Logotherapie ist eine Psychotherapie vom Geistigen her und auf Geistiges hin. Und wer sich jetzt die Frage stellt, was ist denn dieses Geistige, der wird jetzt vielleicht fündig mit der Antwort. Dieses verrückt abstrakte Wort Dimensionalontologie bedeutet erstmal, dass die Logotherapie menschliches Sein dreidimensional begreift. Und auch hier meines Wissens nach der einzige therapeutische Ansatz, der diese drei Dimensionen hat und nicht in Anführungsstrichen nur die zwei. Was sind diese drei Dimensionen ganz konkret? Eine somatische Dimension, das ist wahrscheinlich für uns alle gut nachvollziehbar, also eine körperliche Dimension. Das heißt, das sind auch alle organischen Zellgeschehen, das sind biologisch-physiologische Vorgänge, also bis hin zu allem, was an Chemie und Physik in uns abläuft. Dann haben wir die psychische Dimension. Das kann man so umschreiben mit der Sphäre der Befindlichkeit von Menschen. Wenn wir es kurz fassen wollen, würden wir sagen, das sind Emotionen und Kognition. Also unsere Gestimmtheit, unsere Gefühle, Instinkte, Begierden, ebenso aber auch wie intellektuelle Begabung, soziale Prägung oder Verhaltensmuster. Und dann, gemäß der Logotherapie, gibt es eben noch eine dritte, nämlich die geistige, die sogenannte noetische Dimension, die Frankl beschrieben hat als der Ort, wo eine freie Stellungnahme auch zu den anderen beiden, also zu Leiblichkeit, zu Befindlichkeit stattfinden kann. Das ist dort, wo wir Intentionalität erleben, wo Willensentscheidungen getroffen werden. Dort liegt auch künstlerisches, schöpferisches Gestalten, Themen wie Religiosität, auch ethisches Empfinden, unser Gewissen, genauso wie Wertverständnis und Liebe sind nach Frankl dort verortet. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie so ein Raum, der aufgespannt wird. Also wir haben die somatische Dimension, wir haben die psychische und für alle, die Fans von Koordinatensystemen sind, wir hätten noch die dritte Ebene mit der geistigen Dimension. Das ist wichtig, weil er davon ausgeht, dass wir Menschen immer diesen geistigen Kern unversehrt behalten. Der kann überlagert werden durch Krankheit, durch Schicksalsschläge, aber er ist der festen Überzeugung, und so ist auch die Logotherapie aufgebaut, dass wir diesen Kern, wo eben unsere Willensentscheidungen, unsere Freiheit, unsere Verantwortung liegt, nicht verlieren. Und das ist, denke ich, auch zentral für das, wie in der Logotherapie und mit der Logotherapie gearbeitet wird, weil wir diesen Willen zum Sinn haben, weil wir die Freiheit haben zu entscheiden und damit aber auch die Verantwortung tragen. Das heißt, das Ziel ist zu schauen, wie können denn diese geistigen Kräfte mobilisiert werden? Also zur Linderung psychosomatischer Leiden, wenn irgendwie körperliche Schmerzen da sind, zur sogenannten Korrektur, so schreibt es das Lehrbuch, psychischer Störung oder auch zur Behebung geistiger Frustration. Das kann sowas sein wie ein völliges Gefühl von Sinnleere. Also alle drei Fälle hatte ich auch schon bei mir in der Praxis mit Klienten, von einer jungen Klientin, die Bauchbeschwerden hatte und nicht wusste, woher die kamen, organisch alles abgeklärt, bis hin zu jemandem, der durch Angststörungen geprägt war, bis hin zu auch leider gar nicht so selten Menschen, die gesagt haben, ich fühle mich einfach total leer, es gibt irgendwie gar keinen Sinn mehr. Und interessant ist das, was wir heute ganz oft als Resilienz- und Ressourcenorientierung kennen, ist der Sache nach, wenn auch mit anderen Worten, in der Logotherapie längst präsent. Frankl selbst hat übrigens nie von Resilienz gesprochen. Entweder war das nicht bekannt oder es gab es vom Wording vielleicht nicht. Aber im Kern, so mein Verständnis, geht es ganz, ganz viel darum. Und um das ein bisschen zu verdauen, was wir bisher gehört haben und uns bereit zu machen für alles, was jetzt noch kommt, möchte ich nochmal einladen zu einer Minute Stille, um einfach wieder bei uns anzukommen, im Körper, in der somatischen Dimension, genauso wie in den Räumen, wo wir sind. Gerne nochmal, wer mag, bewusst ein- und ausatmen. Die Augen schließen oder den Blick senken. Und einen Moment innehalten.
Und gerne mit einem tiefen Atemzug die Augen wieder öffnen, im Raum ankommen. Und wir machen gleich weiter. Der dritte Teil, der mir total am Herzen liegt, und wenn ich nur eine Sache über Grundlagen der Logotherapie teilen könnte, dann wäre es dieser hier, sind Werte und Sinn in der Logotherapie. Für mich ein absoluter Schlüsselmoment in der Ausbildung war, als ich wirklich verstanden und vom Fühlen integriert habe, dass Werte Möglichkeiten zur Sinnverwirklichung sind. Das heißt, wir alle haben verschiedene Werte in unserem Leben und in dem Moment, wo die umgesetzt werden, kommt es zu einer Sinnerfahrung. Und Frankl unterscheidet hier drei Arten von Wertekategorien. Das erste sind schöpferische Werte. Also darunter können wir uns alles vorstellen, was wir gestalten, was wir kreieren, was wir machen. Das kann ein Projekt sein, das kann ein Kuchen sein, den wir backen, das kann Gartenarbeit sein, also alles, wo wir wirklich ins aktive Tun kommen. Das zweite sind sogenannte Erlebniswerte. Und wie der Name vermuten lässt, geht es hier um das Erleben. Vielleicht können da einige mitschwingen, wenn ich davon erzähle, dass ich in München wohne, gerne in die Berge fahre, an den Seen bin und ab und zu, wenn ich in der Natur bin, denke, wow, das ist das Gefühl von totalem Erfülltsein, ohne dass ich in dem Moment aktiv was machen würde. Aber sich verbunden fühlen, in der Natur sein, könnte ein Erlebniswert sein. Gleiches gilt zum Beispiel für das Erleben von Musik oder von einem Konzert. Für die Fans der klassischen Musik ist es zum Beispiel was ganz Besonderes, ein ganzes Orchester, vielleicht auch nur ein kleines Ensemble zu erleben. Und in dem Moment müssen wir gar nichts gestalten oder kreieren, sondern können völlig in diesem Erleben aufgehen. Jetzt könnte man gut begründet sagen, das ist ja total schön und nett, aber es gibt halt blöderweise auch Momente im Leben, wo weder das eine noch das andere da ist. Woraus sollte dann Sinn entstehen? Also ja, wenn ich irgendwie im Garten bin und was Tolles mache, wenn ich bei der Arbeit das Projekt umsetze, das kann sehr sinnstiftend sein, wenn ich in der Natur bin, auch super, aber das ist ja gar nicht immer so. Manchmal läuft es halt richtig kacke und es funktioniert eben nicht so. Dafür gibt es in der Logotherapie die sogenannten Einstellungswerte. Und die kommen immer dann zum Tragen, wenn weder die schöpferischen noch die Erlebniswerte sozusagen greifbar sind. Und auch hier, wie der Name vermuten lässt, geht es bei den Einstellungswerten darum, vielleicht keine Möglichkeit im Außen zu haben, was zu verändern, aber immer die geistige Freiheit zu haben, meine Einstellung zu einer Sache zu ändern. Und das hat, wie ich finde, Viktor Frankl während seiner Zeit im Konzentrationslager par excellence gezeigt, dass auch das tatsächlich möglich ist. Das zweite Thema, Sinn, der aus der Realisierung von Werten entsteht, ist für viele oft, das kriege ich auch oft wieder gespiegelt, so was ganz Abstraktes oder was Riesiges. Ganz schlimm natürlich in der Diskussion um Purpose heute. Alle brauchen einen Purpose, Unternehmen brauchen einen Purpose und jeder muss den Lebenspurpose am besten in einem Elevator-Pitch in einer Minute sagen können. Also Sinn hat ganz viele wunderbare Eigenschaften, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Sinn muss von uns gefunden werden. Und das klingt nach einer großen Aufgabe, das ist es auch. Aber Frankl hat gesagt, das Leben stellt uns die Fragen und wir haben sie zu beantworten. Wir müssen den Sinn entdecken. Es ist nicht so, dass wir morgens aufwachen und plötzlich Sinn da ist oder eben nicht. Sinn kann nicht von außen verordnet werden. Auch das, gerade im Führungskontext, wo ich immer wieder Seminare und Workshops auch gebe, ist das so die einhellige Meinung. Ich als Führungskraft, ich als CEO, als Chef, kann ja jetzt meinen Mitarbeitenden sagen, was sie als sinnvoll empfinden müssen. Funktioniert nicht. Also man kann denen einen Raum bieten, wo sie das selbst entdecken können. Man kann auch Angebote machen, aber Sinn kann nicht verortet werden. Und das liegt daran, dass es absolut individuell ist. Was für mich sinnvoll ist, muss für meine Nachbarin, für meinen Partner, für meine Geschwister noch lange nicht sinnvoll erscheinen. Es ist also für jeden Menschen einzigartig. Und ganz, ganz wichtig, mein konkreter Sinn ist auch immer möglich. Also es gibt auch immer die Möglichkeit, es umzusetzen. Sinn ist nach Frankl nichts Abstraktes, wonach wir uns sehen und drüber nachdenken können, sondern etwas, was wir wirklich ganz konkret in den Vollzug
bringen können. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ja, woher erkenne ich denn, was sinnvoll ist oder nicht? Er nennt es dann einen Sinnanruf, ein eher veraltetes Wort. Aber ich denke, wir alle hatten schon mal das Gefühl, das Erleben, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt das einzig Richtige zu tun. Oftmals auch über unser Gewissen, was er das Sinnorgan nennt. Aber es ist eben unsere Aufgabe, auf diese Möglichkeit, auf diesen Sinnanruf wirklich mit Taten zu antworten. Es ist nichts, was passiv oder durchs Zuschauen passiert. Und damit kommen wir auch schon zur Logotherapie in der Praxis. Und ich darf an der Stelle euch nochmal einladen, Zettel und Stift rauszusuchen. Denn das, was wir hier, und vielleicht kennen es die einen oder anderen so schön von Reinhold Niebuhr beschrieben kriegen, ist das, was wir jetzt im nächsten Schritt machen, beziehungsweise möchte ich die Einladung an euch aussprechen. Er sagt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und um ein kleines bisschen mehr Weisheit heute Abend auch zu erlangen, geht doch gerne, wenn ihr mögt, nochmal zu euren Notizen vom Anfang zurück. Vermutlich, mir geht es zumindest so, wenn ich diese Übung mache, ich mache die regelmäßig, habt ihr so eine ganz lange Liste. Und setzt nochmal Stift auf dem Papier an und unterstreicht das, was ihr nicht ändern könnt. Das, wo ihr jetzt keine Handhabe habt, was blöderweise außerhalb eures Aktionsradius liegt. Und macht einen Kreis um all die Sachen, die ihr ändern könnt. Auch wenn nur ganz, ganz klein. Vielleicht gibt es so eine Mini-Sache, die ihr ändern könntet. Und wenn ihr das gemacht habt, ich gebe euch mal so ein, zwei Minütchen, dann schaut mal, welches Bild für euch entsteht mit all euren Strichen, mit all den Kreisen. Lasst das gerne mal auf euch wirken. Übrigens für alle, die das als Aufzeichnung irgendwann sehen sollten, die Frage kann man natürlich auch wunderbar für sich selbst beantworten, gerne auch im Schreiben reflektieren. Das funktioniert mindestens genauso gut wie in der Dyade. Und wer sich zum jetzigen Zeitpunkt fragt, Mensch, irgendwie Nina hatte doch gesagt, sie will zeigen, wie Logotherapie in der Praxis funktioniert und was das jetzt auch mit meinem Leben und Alltag und vor allem mit weniger Stress zu tun hat, dann darf ich euch jetzt die Antwort geben. Das, was wir gemeinsam jetzt seit Beginn des Vortrags gemacht haben, war Logotherapie in Aktion. Das, was ihr gemacht habt, auch wenn das nach ein paar netten Notizen und etwas Austausch aussah, ist tatsächlich wunderbar fundiert in der Logotherapie. Ich will es euch nicht vorenthalten. Das, was ihr gemacht habt, mit dem Ausspeichern, alles runterschreiben, Linien zeichnen, Kringel machen, ist die Unterscheidung, die man in der Logotherapie, die Unterscheidung zwischen schicksalhaften und freien Bereichen nennt. Also wir können uns das ein bisschen vorstellen, das ist jetzt eine eigene Grafik, die hat jetzt Viktor Frankl so nicht geprägt, dass wir im Kern wirklich unseren Entscheidungsraum haben. Ich sprach vorhin von der geistigen Freiheit, die wir immer haben. Wir haben immer die Möglichkeit, eine Haltung zu entwickeln, unsere Einstellung zu ändern, unsere Perspektive neu auszurichten. Und dann gibt es diesen Bereich, den sogenannten freien Bereich, wo ich Einfluss habe, wo ich also aktiv werden kann, wo ich gestalten kann, wo ganz viele von den schöpferischen, von den Erlebniswerten stattfinden. Das ist das, was viele von uns als sehr lebendig wahrnehmen, als sehr bereichernd, als energetisierend, kraftspendend. Und dann gibt es nochmal den Bereich, den sogenannten schicksalhaften Bereich, der außerhalb meines Einflussbereichs liegt. Und der gehört genauso zum Leben dazu, wie alles, was ich vorher gesagt habe, auch. Also wir würden uns so sehr wünschen, so sind wir Menschen nun mal gemacht, dass wir immer irgendwie was tun können, Einfluss haben und uns nicht mit so
blöden Schicksalsschlägen, Verlusten, Trennungsschmerz, Krankheiten, Sorgen auseinandersetzen müssten. Aber Viktor Frankl selbst war, glaube ich, das beste Beispiel, dass man da gar nicht immer so mitzureden hat, wie das Leben spielt. Und nochmal, er so diesen Satz geprägt hat, wir sind es, die dem Leben zu antworten haben. Wir sind nicht die, die Fragen stellen, sondern wir sind die, die die Antworten zu geben haben. Und wer sich jetzt immer noch denkt, super, aber das wurmt mich irgendwie, was da in diesem Bereich außerhalb meines Einflusses passiert, in meinem Schicksalbereich, dem darf ich noch ein kleines Werkzeug oder ein kleines Gedankenspiel aus der Logotherapie mitgeben, was ich selber total liebe und was ganz, ganz viele von meinen Klienten als extrem wertvoll empfinden. Und ihr werdet vielleicht lachen oder auch nicht. Aber alles, was es ist, ist ein Wort, nämlich die Frage, wozu? Wozu fordert mich das jetzt heraus? Da gibt es diesen Bereich, den ich möglicherweise nicht direkt beeinflussen kann. Wozu soll ich da jetzt durchgehen? Wozu lerne ich das? Wozu wachse ich? Und das Spannende ist, dass wir ganz oft in solchen Situationen die Warum-Frage stellen. Warum bezieht sich eigentlich immer auf die Vergangenheit? Es ist irgendwie ein Rückblick. Es ist auch oft eine sehr passive Position. Wenn man Kinder fragt, genauso wie auch den Partner, die Eltern, warum hast du das gemacht, kommen die sofort in eine sehr defensive Haltung. Die fangen sofort an, sich zu rechtfertigen. Und das ist bei der Frage auch total menschlich. Noch dazu, wenn wir gerade für uns sind oder in einem echt unguten Moment, passiert es bei der Warum-Frage definitiv häufiger als bei der Wozu-Frage, dass wir uns in so negativen Gedankenspiralen verlieren. Die Frage Warum ist nicht per se schlecht, aber ganz, ganz oft, wenn wir irgendwo feststecken, frustriert sind, dass wir nichts tun können, kann uns die Frage Wozu noch mal mehr auf die Gegenwart und die Zukunft fokussieren. Da, wo wir nämlich Handlungsspiele haben. Es geht um so eine Vorausschau. Was kommt? Wozu lerne ich das jetzt? Wozu werde ich jetzt vorbereitet? Es geht um eine aktive Gestaltung und auch, wir denken nochmal zurück an die Einstellungswerte, darum eine neue Perspektive zu entwickeln, also einen neuen Blick auf Dinge zu werfen. Das heißt, eins der kleinen Takeaways mag für euch vielleicht sein, öfter mal die Frage wozu als die Frage warum zu stellen. Wozu fordert mich das heraus? Und um so ein bisschen den Bogen zu spannen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Krisen über Krisen, persönliche Herausforderungen, Probleme, Schicksalsschläge, Inflation, Kriege, Energiekrise, Klimawandel, das ist alles da. Und ich möchte euch nur so drei Beispiele mitgeben, wie in meiner Auffassung die Logotherapie ganz wunderbar wirken kann und bei welchen Themen die ansetzen kann. Das ist nicht darauf beschränkt. Es gibt auch ganz viele Menschen, die anders praktizieren, die ihre Schwerpunkte woanders liegen haben. Aber drei Themen, die bei meinen Klienten, die auch oft in Unternehmen, in Organisationen oft kommen, sind die folgenden. Innere Leere. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das weniger hätten, aber ihr werdet nicht glauben, wie oft Menschen bei mir sind, die sagen, ich fühle mich total leer, ich weiß gar nicht, wozu ich das mache. Irgendwie hat alles keinen Sinn. Die Arbeit kann dann darin bestehen, bewusst zu machen, was sind denn die Werte, was sind denn die Quellen von Sinn im Alltag? Und oft sind die ganz kleinen Dinge, die Freundin, die angerufen hat, das gute Essen, was man hat, vielleicht ein Kontakt bei der Arbeit, vielleicht der kleine Spaziergang. Sowas mache ich total gerne in Einzelsitzungen. Es gibt eine ganz wunderbare Methode, die sogenannte Wertimagination. Darüber könnte man wahrscheinlich noch drei Vorträge halten. Also, die mit inneren Bildern arbeitet und wo es wirklich darum geht, was sind denn die für mich zentralen Werte, was ist das, woraus ich Sinn ziehen, wo ich Sinn entdecken kann. Das zweite Thema, so ja auch heute das Thema von dem Vortrag, Stress beziehungsweise auf der anderen Seite Resilienz. Oft hilft es, in der therapeutischen Begleitung darin zu unterstützen, Klarheit zu gewinnen. Wo stehe ich denn? Was kann ich denn tatsächlich verändern? Was liegt nicht in meinem Bereich? Also allein die Übung zu machen, die wir gemacht haben, so simpel die ist und deswegen liebe ich sie, so sehr kann das auch helfen, eben diese freien, schicksalhaften Bereiche zu identifizieren. Ich mache das auch in Einzelsitzungen, genauso gebe ich auch immer wieder Workshops für Einzelpersonen, für Organisationen, wo diese Themen immer und immer wieder bearbeitet werden. Und dann, na klar, gibt es auch Themen wie Schicksalsschläge, Trauerfälle, Krankheiten
Und da geht es mir in der Arbeit vor allem darum, zu unterstützen, erstmal in die Annahme zu kommen. Also sobald ich annehme, dass das Teil meines Lebens oder dieser Lebensphase ist, umso mehr kann ich dann auch lernen, damit umzugehen. Ich kann besser mit Gefühlen umgehen, ich kann vielleicht einen Perspektivwechsel vornehmen. Und auch das geht in Einzelsitzungen. Und genauso, wir hatten am Anfang mal drüber gesprochen, biete ich sowas auch immer wieder in offenen Seminaren an, wenn jemand sagt, Mensch, so ganz alleine jetzt mit der Nina, weiß ich ja noch nicht, aber in so einer Gruppe, das fände ich irgendwie ganz cool. Ganz wichtig ist mir dabei, so arbeiten wir, meine Kollegin und ich bei Wert und Sinn, dass wir die Logotherapie und Existenzanalyse wirklich als Fundament haben. Das ist das, was das Menschenbild prägt. Das Schöne ist, dass wir die nächste Vortragsreihe, dass uns die aktuelle Forschung total in die Karten spielt. Wir haben wahnsinnig viele Ergebnisse aus den letzten 10 bis 15 Jahren, die vor allem neurowissenschaftlich all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, vielleicht noch sprechen werden, unterstützen. Menschen, die ein hohes Sinnempfinden in ihrem Leben haben, sind resilienter, erkranken weniger an Herz-Kreislauf-Krankheiten, haben eine längere Lebensdauer. Menschen, die bei der Arbeit mehr Sinn empfinden, persönlich, für sich, sind engagierter, arbeiten sogar produktiver, werden seltener krank. Also wenn es Fans da draußen gibt, die sagen, also ist ja nett, was dieser Herr Frankl da vor vielen Jahren gesagt hat, aber ich glaube nur an die harten Zahlen, Daten, Fakten, die gibt es. Und die können ganz wunderbar das Ganze noch anreichern. Und dann deswegen heute auch die Einladung an euch, hier die eine oder andere Übung mitzumachen, zu gucken, wie können wir das wirklich in die Praxis übertragen. Die Logotherapie bietet ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, auch um in philosophische Debatten einzusteigen, um natürlich auch in ethische Debatten einzusteigen, um sich da auch ein bisschen zu spielen. Auch das kann ganz, ganz viel Freude bereiten. Aber das, wo ich das größte Potenzial sehe, ist wirklich, das in den Alltag zu übertragen. Deswegen ein paar Takeaways. Wir nähern uns dem Schluss und ich würde euch total gerne mitgeben, dass Stress, so sind wir eingestiegen, erstmal eine natürliche Reaktion ist. Den Umgang damit können und sollten wir aber auch lernen. Die Logotherapie vom griechischen Wort Logos, Sinn, ist also die sinnzentrierte Psychotherapie. Und es gibt drei Säulen. Allen voran das Menschenbild, was auch die ganze Arbeit prägt, was diesen therapeutischen Ansatz einzigartig macht, weil es explizit benannt wird. Dann natürlich die Heilkunde, die Psychotherapie und das Weltbild. Hier nochmal Stichwort Freiheit und Verantwortung. Der Logotherapie werden Werte als Möglichkeiten zur Sinnverwirklichung angesehen. Ja, haben übrigens alle verschiedene Werte auch. Das wird euch nicht überraschen. Also wir können Sinn aus unterschiedlichen Quellen ziehen. Und ganz wichtig, Sinn ist individuell und Sinn kann auch nicht gegeben werden. Und ganz praktisch kann Logotherapie unterstützen in Phasen von Neuorientierung, von innerer Leere, von Schicksalsschlägen, genauso aber auch zum Thema Stressbewältigung, Resilienz und, und. Und schließen möchte ich heute mit einem Zitat, was mich beim allerersten Mal, als ich das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen gelesen habe, sehr berührt hat, was vielleicht meine Faszination auch ausgemacht hat, die bis heute anhält. Nämlich Viktor Frankl, der sagte, und mögen es auch nur wenige gewesen sein, sie haben Beweiskraft dafür, dass man dem Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. In diesem Sinne, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, vielleicht auch noch die ein oder andere Frage oder Rückmeldung habt. Und wer mag, kann sich total gerne vernetzen über die üblichen Medien.